Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Minecraft Doors. In der letzten Folge haben wir unseren kleinen Grünstreifen hier oben gebaut und ihr habt mir einige Tipps dazu in die Kommentare geschrieben, wie man den noch cooler bauen könnte. Und da werden wir uns auf jeden Fall auch drum kümmern, allerdings nicht heute, zackra, sondern wahrscheinlich in einer anderen Folge. Und wir machen gleich ein wenig weiter mit anderen Dingen, denn der Peter und ich haben sehr viele Folgen auch, oder nicht sehr viele, aber ein paar Folgen aufgenommen. Deswegen werden wir uns heute wahrscheinlich oder die nächsten Folgen nur in meiner Base aufhalten, weil ich sonst wieder Sachen von Peter spoilern würde. Vor allem ziemlich krasse Sachen. Deswegen, wollen wir das natürlich vermeiden. Wir haben ja zurzeit unseren ersten Floor hier drüben, wo, wie gesagt, Botania und sowas hin sollen. Das heißt, darum werden wir uns auf jeden Fall noch kümmern. Ich denke, hier das Grünzeug werden wir so ein bisschen lassen, aber es fehlt natürlich noch sehr viel Deko, zum Beispiel auch mit DecoCraft würde ich gerne ein bisschen was machen. Vielleicht so eine kleine Bank irgendwie. Ich weiß noch nicht so ganz. Aber ja, wie gesagt, hier soll auf jeden Fall Botania rein. Darum kümmern wir uns später. Zuallererst mal brauchen wir endlich mal ein eigenes Refined Storage System. Und deswegen, oder was heißt ein eigenes, aber einen eigenen Zugang dazu. Und deswegen habe ich mir gerade einen Network Receiver geholt, beziehungsweise einen Network Transmitter und einen Network Receiver. Das sind diese beiden Dinger hier. Denn mit diesen kann man das Refined Storage System so gesehen wireless übertragen. Das heißt, man braucht keine Kabel, sondern macht irgendwo einen Transmitter, also einen Sender hin. Und auf die anderen Seite einen Receiver, also einen Empfänger. Und dann verbindet man die ganzen mit dieser Network Card und dann kann ich einfach hier, ohne irgendwelche Kabel gelegt zu haben, auf das Storage-System drüben beim Peter zugreifen. Dann habe ich hier eben noch das Crafting Grid hingemacht und hier einen Wireless Access Point, damit ich mit dem Crafting Grid darauf zugreifen kann. Das Ganze hier ist gerade wieder umgestellt, denn wir haben die Config einmal geändert, die wurde aber nicht übernommen, weil Refined Storage geupdatet wurde. Normalerweise war die Range von dem Wireless Transmitter sehr viel höher eingestellt als jetzt. Ich glaube, das war so eingestellt, dass eine Karte irgendwie, glaube ich, 100 Range oder sowas gibt. Oder ich glaube sogar 150. Das heißt, mit vier Karten hatte man eine Range von 600 Blöcken, irgendwie so um den Dreh. Und jetzt hat man nur eine Range von 48. Der Grund, warum wir das gemacht haben, ist eigentlich ziemlich simpel. Denn 48 Blöcke sind erstens absolut gar nichts. Und wenn man das einfach mal mit der Platinum Logistics vergleicht, ich glaube, da kann man ich weiß gar nicht, wie hoch. Ich glaube, man kann einen Stack Upgrades oder so reinpacken und damit ist man dann sehr, sehr weit drauf zugreifbar, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen, das würde auf jeden Fall funktionieren. Und dann gibt es ja noch die Edge Refined Storage. Es gibt ja noch eine Karte, die man, glaube ich, nur im Creative oder so bekommt oder wenn man einen Wither killt oder sowas. Warte mal, das ist das Creative Crafting Grid. Denn es gibt noch eine Dimensional, wie nennt sich die nochmal? Dimensional Card oder so. Warte mal, das sind Fortune-Dinger, Network Card, Grid Filter. Aber ich weiß nicht, wo das Ding gerade ist. Es war auf jeden Fall ein Upgrade. So viel ist schon mal klar. Genau, Range Upgrade, Stack Upgrade, Interdimensional Upgrade. Und dieses Ding sollte, glaube ich, so viel ich weiß, dann dazu führen, dass man praktisch unendlich Range damit hat. Aber erstens kann man den nicht hier reinlegen. Das funktioniert nicht. Und zweitens kann man sie, glaube ich, hier auch nicht reinlegen. Das wäre ziemlich krass. Nein, geht eben nicht. Also, ich weiß nicht genau, wofür es ist. Es kann sein, dass es vielleicht für den Network Transmitter ist, weil dort kann man auch Upgrades reinlegen, dass man praktisch ja über verschiedene Dimensionen sein ME-System, RS-System übertragen kann. Aber not sure about that one. Das heißt, wir haben jetzt hier so eine relativ kleine Range. Aber genug gebabbelt, wir wollen heute, wie gesagt, die Etage machen. Und dafür habe ich hier unten schon mal einen relativ großen Raum ausgehoben. Hadouken, lol, wie ist es denn? Ich war nicht gestorben. 44 Attack Damage mit Schwert und der Creeper überlebt. Ja, ist klar. Die Hexe natürlich auch. Nee, es leckt nur wieder. Ultra krass. Okay. Das heißt, hier haben wir so eine kleine Etage, in der wir praktisch unser RS-System aufbauen können. Und wir werden hier natürlich die Schlucht benutzen. Oben war sie ja so gut wie nicht gegeben, aber hier ist sie zum Glück da. Und dementsprechend werden wir die auch gleich hier mit einbauen. Hier drin denke ich mal nicht, denn das gehört nicht dazu. Das war einfach nur, weil ich das Loch so gesehen eckig ausgehoben habe. Und dann sind da eben an den Ecken diese Dinger, die wir dann später rund gebaut haben. Das heißt, das hier kommt zu. Und an den Rest können wir hier überall Enlightened Clear Glass machen. Und dann würde das, glaube ich, schon mal sehr cool aussehen. Genauso wie die Wand. Ich denke mal, die Wand machen wir auch so wieder zu. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Also, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich hier eine Wand hinmache, die zu ist. Oder ob wir praktisch die Wand aus Glas machen, sodass man in die Schlucht gucken kann. Oder vielleicht auch nur ein Fenster oder sowas. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Und ihr seht, der Server läuft absolut super. Aber es ist auch bescheuert, weil das schon wieder so... Die Leute hier spielen halt schon wieder teilweise, als würden sie im Singleplayer spielen und geben einen Fick auf Server-Performance und beschweren sich dann, dass es darüber leckt. Aber ja, viel machen kann man da leider nicht mehr. Das ist halt so das größte Problem.
wenn jeder absolut insane Anlagen aufbaut, dann bringt da auch der beste Server nichts mehr. Ich meine, man könnte wahrscheinlich was machen, wenn man einen dedizierten Server hat oder sowas. Aber das wird sich jetzt nicht mehr lohnen für die letzten paar Tage, Wochen. Ich glaube, 2 Wochen oder so geht das Projekt jetzt ungefähr noch. Deswegen, ja, relativ doof. Aber ich meine, es war vielleicht sogar mal ganz gut, so ein bisschen was zu lernen. Es war, ich glaube, ich habe das schon mal angesprochen, ne? Das war jetzt so das erste Projekt, das Peter und ich organisiert haben. Beziehungsweise wir haben schon mehrere Projekte organisiert. Zum Beispiel Wolf oder so war auch von Peter. Und das war jetzt aber das erste Projekt, das man praktisch mit einem eigenen Modpack gemacht hat. Und ein eigenes Modpack ist halt nichts, was man einfach mal so macht, was wir gemacht haben. Allerdings wollten wir praktisch das Projekt rausbringen und dementsprechend war da nicht sehr viel Zeit, denn ja, ein Modpack zu machen dauert eben seine Zeit, gerade was Playtesting und sowas angeht, denn es gibt immer wieder irgendwelche Fehler, irgendwelche Item-Rezepte, die sich überschreiben, irgendwelche Mods, die scheiße programmiert sind und die man dann rausnehmen muss, die ein Update brauchen, lauter solche Dinge. Und normalerweise braucht das Wochen, bis man so ein Modpack eben hat und dass man dann sagen kann, okay, das Modpack ist fertig, das kann man jetzt spielen. Und da war eben so Modpack zusammengeschustert, geguckt, ob alles funktioniert und gestartet. Und dann kam es eben immer wieder zu kleineren Problemen hier und dort. Und dementsprechend ging es dann relativ schnell so, dass es eben zu Lecks geführt hat, was aber auch nicht nur daran liegt. Logischerweise, das ist halt, oh Leute, wann bin ich geflogen? Keine Ahnung. Okay, warte, wir bauen mal hier noch ein bisschen Glas hin. Denn vielmehr, okay, wir haben eh kein Glas mehr. Ich weiß nämlich noch nicht, wie der Raum hier gestaltet werden soll. Also ich weiß nicht, ob er eckig bleibt, ich weiß nicht, ob er rund wird. Das müssen wir alles noch so im Laufe der Zeit klären. Kommt natürlich auch darauf an, wie das Refined Storage System hier rein integriert wird. Und wir müssen nebenbei auch noch eine Treppe hier rüber machen. Das heißt, es wäre gut, wenn wir gerade mal ein paar Sachen von Chisels und Bits hätten. Und zwar brauchen wir welche mit Basalt und White Stained Glass. Das sind die richtigen. Hier haben wir auch noch ein bisschen Basalt. Und dann brauchen wir euch auf jeden Fall, ja. Obwohl, wir das Mirroring brauchen wir nicht. Oder? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Können wir uns gleich mal drum kümmern. Ich nehme die jetzt einfach mal ganz kurz mit. So. Und ich nehme auch mal ganz kurz mit. Und den normalen Chisel nehmen wir auch mit. Den Stahlträger brauchen wir nicht mehr. Der war aus der Fabrik von Peter. Aber dieses Zeug hier können wir schon mal kopieren. Und dann schon mal hier dran ballern. Ich weiß gar nicht, wie weit das jetzt geht. Das geht bis hierhin auf jeden Fall. Ist das schon hier? Bis hierhin. Yeah, okay. Dann ist das schon mal da. Danach können wir uns darum kümmern. Ich kann einfach so Stück für Stück einfach das Teil kopieren, eigentlich theoretisch, ne? Dann müssen wir uns gar keine großen Gedanken darum machen, was wohin kommt. Ist das richtig? Das ist definitiv nicht richtig. Warum bist du dann so, wie du bist? Same Material, das kann weg und das kann weg. Ach so, der war falsch rum. Okay, okay, I see. Das macht natürlich Sinn, wenn er falsch rum war. Aber soll dann natürlich nicht sein. So, dann kommt der dahin. Nee, gib mir die Schablone wieder, bitte. Und dann können wir die wunderbare Brücke hier hinbauen. Habe ich sie jetzt wieder? Nein, sie fällt scheinbar noch. Irgendwann kommt sie unten an, da ist sie. Und dann bin ich bereit, sie aufzuheben. Okay, das ist ein bisschen doof bei der Rüstung. Man fliegt relativ langsam. Relativ langsam nach oben. Aber nicht unbedingt super schlimm. So, dann kommt als nächstes du hier dran. Nur gucken, dass wir dich richtig hinbekommen. Das sieht gut aus. Perfekt. Die andere Corner können wir gleich machen. Und jetzt kommt zweimal dieses wunderbare Ding. Und dann sind wir praktisch sogar schon fertig. Und jetzt wird eigentlich nur noch die andere Seite. Aber die dauert ja auch nicht mehr. Obwohl, warte mal, das hätten wir gleich behalten können. Rein theoretisch. So, Placement. Können wir dich so hindrehen, dass du... Ja. Yeah, dass du in die richtige Richtung zeigst. Perfekt. Okay, das Ding hätten wir auch gleich übernehmen können. Ist natürlich gut, wenn das immer erst später auffällt, aber ist ja auch nicht unbedingt super schlimm, oder? Oder vielleicht doch, wenn ihr die 2 Minuten extra warten müsst. Aber dafür seht ihr heute mal wieder ein bisschen Chisels und Bits. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das gar nicht mit reingenommen. Da wollte ich... Oh, warte mal, das war dumm. Ich wollte euch nämlich mal zeigen, wie... Als ich die Treppe... Ich weiß, habe ich das denn gezeigt? Wie ich die Treppe gebaut habe? Aber warte mal, das hier stimmt auch nicht, ne? Oh mein Gott. Denn als ich die, nicht die Treppe, sondern das Geländer hier gebaut habe, ich glaube, ich habe da Cuts reingemacht. Aber eigentlich war die Folge so gedacht, dass ich euch mal zeige, wie Chisels und Bits funktioniert, beziehungsweise wie man damit baut. Weil das habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nicht wirklich gemacht
in dem Video, sondern immer nur in den Streams und dann eben später gezeigt, was wir gebaut haben. Aber vielleicht finden das die Leute ja interessant. Ich habe zumindest oft gelesen, dass die Leute das sehen wollen, wie man mit Chisels und Bits Sachen baut. Deswegen, maybe, jetzt seht ihr zumindest, wie man Schablonen benutzt. Vielleicht hilft das ja auch schon mal ein bisschen, zu wissen, wie man Dinge baut. So, das kommt dahin und jetzt nochmal das andere Ding. Es gibt da eigentlich auch die Mirror-Schablone. Die würde ich normalerweise benutzen, obwohl nicht mal unbedingt, es wird wahrscheinlich gar nicht viel schneller gehen. Aber es gibt dieses Ding hier, das Mirror Chisel Design. Das kann man praktisch auch wieder löschen. Und dann könnte man hingehen und so gesehen, der Bogen hier ist ja nach rechts gedreht, der hier ist nach links gedreht. Man kann ihn ja nicht in der Rotation richtig umdrehen, das heißt, man müsste diesen spiegeln. Und dafür gibt es dieses Mirror Design, dann klickt man auf die Seite, die man spiegeln möchte, beispielsweise die hier. Und dann craftet man das Ganze zusammen. Das heißt, ihr seht jetzt, das Ding ist praktisch gespiegelt. Dann craftet man das mit einer leeren Pattern zusammen. Und dann hat man so gesehen ein Ding, das jetzt in die andere Richtung geht, wie ihr seht. Ne? Ist jetzt andersrum gedreht. Das würde man zum Beispiel benutzen, wenn man nicht immer jedes einzelne Teil kopieren möchte. Aber für jetzt war das eigentlich relativ egal. Aber ansonsten haben wir unsere Brücke hier fertig. Das heißt, wir können jetzt hier unseren Elevator runter befördern, der nicht mal mehr angezeigt wird. Da ist er. Okay, das ist aber schon mal gut. Und dann, bist du da? Jetzt ist er, glaube ich, da. Okay, und dann können wir hier rüberlaufen. Und hier drüben ist dann unser Refined Storage-Ding. Sollen wir jetzt gerade mal, oh, sorry, Hiccup gehabt. Dich können wir jetzt gerade mal abbauen vielleicht sogar. Und schon mal runter in die richtige Etage setzen. So. Aber wir benutzen natürlich den Elevator, ne? Ups. Natürlich gut, wenn man von der Treppe fällt. Oh nein, na. So, komm mal hoch, Mr. Elevator. Na? Immer wenn er das Geräusch macht, ist er noch nicht fertig. Jetzt ist er fertig. Und jetzt fahren wir runter. Wow. Okay. 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 Jetzt ist er da. Mensch, Mann, ist das ein schneller Elevator. Okay, ich glaube, in Zukunft fliegen wir wieder runter. Das geht ein wenig schneller. So, mal angenommen, wir wollen hier wieder überall zu sein. Das heißt, hier kommt man gar nicht hin. Das wird einfach nur... Oder vielleicht machen wir da Glasfenster rein, wenn der Autocrafting hinkommt oder so. Aber ansonsten kommt hier unten rein und dann haben wir hier unseren Raum. Richtig? Richtig. Das heißt, wir hätten theoretisch höchstwahrscheinlich hier hinten in der Wand das System. Oder wir machen es wieder irgendwie so mitten in den Raum, obwohl ich das schon so oft hatte. Ich meine, klar, in der Wand hatten wir auch schon oft ein System, aber... ich glaube, es war schon öfter irgendwie mitten im Raum gestanden als in der Wand eingebaut. Wo ist meine Network Card? Achso, die ist drüben. Oh shit, okay, dann müssen wir da gleich mal hinfliegen. Ansonsten brauchen wir noch ein Cable. Ich mache das mal hier hin und den hier zur Seite weg. Das geht nicht, der muss oben drauf. Shoot. Und hier ist irgendwo ein unsichtbarer Block. Get away from me. So, ja, ich meine, wenn der oben drauf ist, dann ist das doof, aber dann machen wir das halt einfach ganz gut so. Dann kommst du nämlich hier hin und hier kommen die Range Upgrades rein. Und es fehlt eins. Uns fehlt ein Range Upgrade. Wann war das denn? Das müsste eigentlich noch hier irgendwo rumliegen, ne? Egal, wir haben eh noch genug. Okay, dann düse ich mal ganz kurz zum Peter und okay, warte, wir... Ja, ich gehe ganz kurz zum Peter und hole das Ding. Denn für sowas ist das immer ein bisschen doof. Man hat praktisch diese Network-Card hier. Mit der macht man Rechtsklick auf den Network-Receiver, den man binden will. Dann stehen dort die Koordinaten, auf die es gebindet ist. Und dann muss man wieder zurück zu dem Transmitter fliegen und praktisch dort die Network-Card reinstecken. Das heißt, das machen wir jetzt auch nochmal ganz kurz und dann ist das wieder gelingt. So, und dann ist unser Wireless-Crafting-Grid wieder dort. Sehr, sehr gut. Wie Wände und Boden aussehen werden, ich bin mir noch nicht ganz sicher, denn... ja, ich will nicht irgendwie wieder komplett Level Teufelogs machen, so. Ein bisschen was anderes wäre schon sehr cool. Oh, und ihr habt gar keinen Sound schon wieder, ne? Music and Sounds. Ah, nein, Player sind generell off. Okay, also wundert euch nicht, wenn ihr... Genau, hier habt ihr Sound. Wenn ihr nichts hört, was ich esse. Obwohl, ich kann die wieder anmachen. Player Sound on. Denn, die Sache war, ich hatte ja immer das Jetpack von Simply Jetpacks. Und bei dem war darauf so ein ekliges... Halt, ein komisches Geräusch, wenn man geflogen ist. Und deswegen hatte ich den Player-Sound aus, damit man praktisch das Geräusch nicht hört. Wo gucke ich hier rüber? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ist das hier Xanto? LOL! Wie geil ist das denn? Hier ist Wood. Ah, oh, das sind seine Farben. Das wäre mega cool, wenn man hier so eine Verbindung behält. Oh... Ey, das wäre wirklich sick, wenn er das irgendwie so baut. Vielleicht schreibe ich ihm das mal. Ich wollte eh eine Xanto mal aufnehmen.
Vielleicht machen wir das morgen und dann könnten wir die Base hier so mehr oder also nicht verbinden, aber dass er auch genau auf der gleichen Höhe ist, krass, so auf dem gleichen Level. Vielleicht kann man das ja wirklich so machen, dass man die Base ja nicht verbindet, aber dass man halt sieht. Dass man sieht. Du weißt, was ich meine. Dass man halt Glas hat, sag ich mal. Und dass ich in seine Base gucken kann und er in meine hier rüber. Das wäre irgendwie cool. Gerade erst gesehen, Mann. Lol, ey. Der ist ja komplett sick. Okay, aber gut. Ich würde an dieser Stelle jetzt mal sagen, das war's weit von der heutigen Folge Minecraft Doors. Wenn es so gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also haut rein, habt noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.